Also der Turm müsste ein hier rüber, damit der richtig wäre. Und dann Mhm. würde der genau da sein und der würde, ich mach's aber jetzt mal, darf ich mal gerade den Dreck wieder abbauen, damit man die Turmmauern zersieht, baue ich jetzt mal gerade Steinziegel. Also der würde bis hier gehen Ja. und der würde bis hier gehen. Das wäre jetzt der Turm. So. Und da. Genau. So, der nächste ist jetzt ein bisschen schräger. Also wieder hier angefangen. Würde ich jetzt zum Beispiel 1, 2, 1, 2, 1 machen. Das heißt, hier wäre der nächste Turm. Ja, dann haben wir wieder unsere 5 Meter. Ja. Oder kannst Der du dich erinnern, müsste. dass wir es schon mal genauso hatten und dass es Ja. scheiße aussah? Wir haben das nämlich von ganz oben geguckt und das sah alles irgendwie so spitz aus. Es wurde nicht richtig rund. Und Okay. deswegen haben wir alles nochmal wieder neu gemacht. Wir haben mal so Holz, also Erdblöcke auf den Boden geschmissen und so lange probiert, dass es einigermaßen rund aussah. Weil jetzt, was du jetzt machst, wird es wahrscheinlich wieder spitz. Da sieht es wieder Ja, so das spitz ist aus hinten. möglich, ja. Ja, Deswegen wir mussten wir hatten. leider, mussten wir leider zwei Pfeiler mehr reinbauen, damit wir so ungefähr rund kommen. Leider. Das mit den Rundungen ist halt Einigermaßen erforderlich. rund kriegen. Ja, nee, das ist jetzt nur, das war jetzt natürlich erstmal nur eine grobe Idee, aber wenn man die Verhältnisse beibehalten will, wie ihr es ja hier überall gemacht habt, dann funktioniert das genau hier hinten an dieser Stelle eben nicht mehr. Das ist das, was ich Ja, der Gerda gezeigt habe, weil unten auf genau. der Karte sieht man ganz genau, eigentlich müssen die beiden Pfeiler jeweils ein links und rechts erweitert werden, weil das hier ist die gleiche Breite. Und Ja. das darf nicht sein. Laut Karte ist nämlich unten 5 Meter Breite und wir haben aber nur eine 3 Meter Breite. Ja. Ja, genau so ist es. Aber so wie es jetzt ist, wenn man Und sich das. hochbaut, sieht es schön aus. Ja, du musst hier mal ganz hoch bauen. Und dann mal von ganz oben mal runter gucken. Da wirst du sehen, ja. Da passt, das sieht gut aus jetzt. Das ist das Problem. Wir haben so viel probiert. Immer wieder aufgebaut, Aber umgestellt. ihr sagt immer, ihr wollt das rund haben, aber das ist doch gar nicht rund. Das ist das, was mich irritiert. Wir könnten vielleicht vier Säulen wegkloppen, die ganz vorne an der Stirn stehen und es da nochmal. Naja, nee, wir müssten eigentlich den ganzen äußeren Ja, Rand theoretisch müssten wegkloppen. alle Säulen, abgesehen von den Startsäulen links und rechts, nochmal weg. Ja, Theoretisch. theoretisch. Nur jetzt mal so gesagt. Genau. Und ich persönlich, ihr sagt immer, ihr wollt das rund haben, aber das Ding ist nicht rund, sondern achteckig. Oder beziehungsweise Der Chor, in dem Fall der ist gesamte es. Chor ist ein Halbkreis. Nein, das ist ja kein Kreis. Das sieht man ja auf der Zeichnung. Das ist ja kein Kreis. Das ist eigentlich ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ein Vierzehneck insgesamt. Ist ja kein Kreis. Es ist ein Vierzehneck. Steffi, hast du einen Bogen, Pfeil und Bogen? Und was ist, wenn man... Wir haben Ich das ja halte mal gerade so hier den Finger an. so und dann... Also ich will jetzt kein Spaßverderber werden und Na euch einen klar, Bogen bau ausmalen. ruhig. Mach Ich einfach. versuche nur mich an der Zeichnung zu orientieren, die ihr mir gesagt habt, die ich ausdrucken Ja soll. Und klar. ihr redet von einem Halbkreis und es ist meiner Meinung nach keiner. Da kann auch sein, dass ich da einfach, weil Informatik, Mathematik und so ein bisschen penibel, aber es ist halt keiner. Nee, Carsten, weißt du was? Du reißt einfach ab und er baut den hinteren Teil nochmal neu. Das ist doch kein Problem. Ja, finde ich Ne? auch. Das ist kein Thema. Ne? Wenn du abreißt, kriegst du ja auch genau die Materialien, die du brauchst. Genau, du kriegst ja Genau. alles wieder zurück. Ist ja nicht weg oder so, da kannst du so wieder aufbauen. Und das Ja, geht schnell. Die mir ist Pfeile, die das hast du egal. ruckzuck hochgezogen. Mir ist das egal. Na, mach ruhig. Schatzi, Soll ich mit hilfst du mir? Abreißen Ja, helfen? hilfst du mir? Das wäre sehr nice. Wenn du kurz wartest, weil... Ja, ich fange einfach an und du kommst dazu und dann reißen wir zusammen ab. Ja. Okay. Ich lasse mal hier die Erde gerade stehen, damit ich weiß, wo ich Ja. anfangen muss und dann. Ja. Okay, dann mache ich das so, ne? Also jetzt mit Ja, euer. klar. Ja, okay. Ja, klar. Alles Karl, klar. Carsten, wir haben uns schon so oft hier verbaut, das ist einfach Ja. heftig. Ja. Die Dimensionen hier. Ja, Ja, wir das haben hier und ist. da schon mal falsch gebaut und mussten wieder ganze. Wir haben ja vorne die Front haben wir doch auf der rechten Seite komplett wieder abreißen müssen, weil hier komplett falsch gebaut war. Also das ist nicht das Problem. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an das große Schiff, was ich mal gebaut habe. Die spiegelverkehrte bauen, weißt du, da musst du echt aufpassen.
glaube ich, einen Stein daneben gehabt und schon war die ganze Scheiße falsch aufgebaut gewesen. Ah, Mann da. Oh. Aber irgendwie sieht das jetzt hier gerade anders aus. Ich verstehe das nicht. Anders? So. Ich bin hier gerade bei den Spitzbögen dran. Das sieht aber anders aus als da. Da machst du es genauso wie da. Nee, die sind... hatte ich dir gesagt, dass der verschieden ist? Dass der anders ist? Ja, aber ich bin ja jetzt genau auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, der muss ja dann auch aussehen wie hier. Warte. Steffi? Ja? Kannst du Lisa zu dir teleportieren oder zu mir teleportieren? Ja. Die hat sich in der Höhle ein bisschen verlaufen. Und ist ein bisschen zu schissig, selbst zu fahren. Nein. Was denn? Danke. Schubst mich bitte nicht runter. Warum nicht? Nein, Schatzi! Tut mir leid. Ich bin am Abbauen. Steffi? Ja? Das ist nicht so richtig. Nee. Was muss alles abgerissen werden? Die Säule also direkt daneben. Die Mitte erstmal. Oben? Ja. Warte. Die stimmt. Die Mitte oben stimmt. Das heißt, jetzt setzt du einen Zaun links von der Mitte drunter. Ja. Und die anderen beiden Zäune machst du weg. Neben den Zaun kommt ein verzierter Stein. Ja. Und da kommen drunter zwei Zäune. Nach unten. Eins und noch einer. Und dann kommt der Stein daneben weg und ein verzierter rein. So, jetzt stimmt diese Seite. Jetzt stimmt die andere. Dann musst du an der anderen Seite das eine wegmachen und den verzierten Stein daneben wegmachen und da Zaun setzen. Warte mal, lass mich mal gucken. Ja, jetzt sieht es genauso aus wie hier. Okay. Dann ist dies zwar nicht so ganz symmetrisch, aber das liegt an der hohen Säule, die wir da haben. Ja. An der dicken, fetten. Da kannst du mal sehen, das haben die früher so hingekriegt, dass das nicht auffällt, dass sowas nicht auftritt. Das ist krass, ne? Ja, die waren ganz schön geschickt. Ja. Ja, dann haben wir hier schon mal soweit die Spitzbögen, außer jetzt hier an den Wänden außen. Da haben wir die noch nicht, aber zwischen den Räumen haben wir die dann. Die Säule einfach nur runter abbauen und dann aber wollen dann wir zusammen die Säulen wieder auf. Dann ist das hier auch falsch, oder Gerda? Wo bist du jetzt? Dann ist das hier, ich bin hier an der dicken Säule links vom Dom aus gesehen. Ja. Dann ist das hier aber auch falsch. Ja, das müsste dann genau andersrum. Muss in der Mitte ein Erdklumpen sein oder habt ihr den Stift einfach nur so gemacht? Das ist besser, also ich habe das gemacht zum Hochbauen. Ich habe mich erst mit den Erdklumpen erst hochgebaut, 10 Stockwerke hoch, also 10 Steine. Dann bin ich runtergesprungen, wieder 10 hoch, runtergesprungen, wieder 10 hoch, genau im Erdblock immer hoch. Das ging am schnellsten. Okay. Also ich habe das anders gemacht, Carsten. Ich habe immer zwei Blöcke rund um mich herum, ne? Ja, dann mache ich das auch gerade. Und dann mit Zäunen und dann immer so hochgeboxt. Ich glaube 14 hatten wir gehabt, ne? 14. War das 10? Ich weiß das gar nicht mehr. 10, 14. Also ich fand das Springen irgendwie cooler, ging schneller. Oh fuck, jetzt weiß ich nicht, wie viel das war. 14 hoch. Müsst ihr bauen, dann kommen Gewölbe. 14 hoch. Nee, eins, Steffi, zwei, jetzt hast du eins zu hoch gebaut, diese Reihe. Da muss der Zaun wieder weg und stattdessen ein Dingbumm hin. Ein Dingbumm? Hoch? Du hast da, wo du gerade eben den allerletzten Zaun gesetzt hast, der muss wieder weg und da muss ein verzierter Stein hin. Da muss das aber auch hier, ne? Nee. Die ist ja wieder unsymmetrisch, weißt du? Lass mich mal gucken. Symmetrie, die Symmetrie. Du hattest recht. Der muss weg und stattdessen muss ein Zaun hin. Du hattest völlig recht. Jetzt müsste es doch
Jetzt sieht es genauso scheiße aus wie die anderen. Ja, das ist dann ja gut. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Also, entweder habe ich nicht alle Materialien bekommen. Schatz, hast du irgendwelche Materialien? Ja klar, ich habe hier auch schon einen abgebaut. Ja, weil irgendwie habe ich mehr grüne Steine und viel weniger Bruchsteinmauer. Ich brauche jetzt aber gerade Bruchsteinmauer. Ja, warte, ich bringe dir welche. Mini, hast du eigentlich die Kohle noch, die du gefunden hattest? Ja. Hast du die im Inventar? Die habe ich in meiner Handtasche. Dürfen wir die für unsere Öfen haben? Ja. Ich brauche nicht alles so eine Handtasche haben, du. Klar. Warte, ich komme hoch, Carsten. Moment. Er war avec la rue. Warte bitte mit dem Unterbauen, ich bin... Hast du die jetzt? Ach, hast du nicht... Warte, die hast du nicht gekriegt. Warte, warte bitte kurz auf mich. Unterbauen. Ich glaube, das ist jetzt 14, ja. Okay. Alles so, klar. Ja. Ja. Du brauchst... Kohle! Einmal. Kohle, Kohle! Ersten Stack. Zweiter Stack. Dritter Stack. Wo warst du? Dritter Stack. Cool. Wow, sehr schön. Dankeschön. Eisen kannst du auch gleich mitnehmen. Warte. Ja, genau, dann brenne ich das gleich. Ich habe Gold. Carsten, hier ist auch noch Zaun. Gold habe ich auch mitgebracht. Ja. Oh, toll. Bitte schön. Super. Danke. Wo warst du? Ich war, warte Im mal. Im Untergrund. Nee, da war ein riesen Schlucht, da war alles voller Eisen und Kohle ohne Ende. Nein, nicht wieder abbauen. Oh. Sorry. Das ist abreißen. Immer die falschen Fehler, die man macht. Rode, wo bist du überhaupt? Ach, na, ich bin hier oben, hier weitermachen. Hier, die, weißt du auch hier, die Dinger hier. Die Gewölbe. Genau. Dein Kreuzbandrisse. Ich mach meine Kreuzbandrisse hier oben weiter, genau. Warte, ich hab mich vertan. Ich muss mal wieder todesmutig runterspringen. Ich guck mal, ob ich lieber nicht runterspringe, warte. Das ja, zwei Herzen, gut. Da. Okay, hier. Kannst du hier einen hochbauen? Was? 14 hoch muss der jetzt sein. Irgendwie muss ich da jetzt schön machen. Hier hoch? Ja. Und dann immer im Kreis. Also hier kommt noch einer hin, hier kommt noch einer hin und hier. Genau. Und jetzt einfach hoch. Auch die Mauern, ne? Nicht vergessen. Oder warte, lass mich mit hoch, dann mache ich die Mauern. Komm, ich mache die Mauern und du machst... Mauern und du die Blöcke. Okay. Wie mache ich das jetzt am besten? So. Mach mich gleich wieder am Boden ran. Du zählst, ja? Was war? 10. So, alle Öfen laufen. Oh, sehr schön. Wo sind wir jetzt? Ich glaube noch einen. Kommt hin, oder? Er kommt hin, gibt's hier, glaube ich, bei den Leuten nicht. Ah, es sieht gut aus. Kommt hin. Ja. Wie mein Würde Daumen. Ich so nicht sagen. Ja. Kommt hin. Liste. Oder? Ich weiß es nicht. Warte mal kurz. Ja, nice. Nimm Erde. Ja, das mit kommt hin, kam nicht so hin. Nicht. So, wo hatten wir jetzt die... Komm. Ja, die müssen unten in die Ecke. So, wie haben wir das denn jetzt?
macht. Oh mein Gott, ey. Oh, oh mein Gott. Nee. Ja, ich bin jetzt hier bei den Spitzbögen dran, hier im, an den Fenstern, weißt du? Okay, Schatz. War so ein Krampf. Das ist Nummer 1. Nee, die Erde, die brauche ich dazwischen. Das glaube ich dir. So. Jetzt muss ich nämlich gucken. Jetzt müssen wir nämlich weitermachen. Geht das in beide Richtungen. So. Ging nur dann bis. Ja. So. Dann. Zack, zack. Nächsten abreißen? Ja, warte kurz. Ich möchte erst wissen, wo wir den dann hinsetzen müssen. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Dann mache ich mal die Linie. Dann geht's erstmal meine Kaffeelatte. Oh, mach lecker. Das. Ja. Das ist mit Vanille, ne? Ja, ja. Lecker! Ich würde 3-2 sagen. 3-2. Eins. Ja. Ihr kommt klar da hinten. Meinst hört du sich uns gut an. So. Ja. Ja. Ich meine ich. Gut. Ich warte auf Carsten. Moment. Wohin muss ich kommen? Hier hinkommen. Das Meer. Wir sollen sind dazwischen drei, ne? Bau uns hier mal ein bisschen Steinziegel und verzierte Steine. Ja. Im Vorrat. Sehr gut. In der Kiste, wo Steinziegelgedöns dran steht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, Rode. So sieht's aus. Steffi ist schuld. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Das ist immer scheiße. Das kann passieren hier. Nein. Irgendwas stimmt hier. 10, 11. Was? Deswegen klappt das bei euch nicht so. Warum? Ihr habt doch gesagt, in der Mitte, das sind 10, ne? Bei 10 fängt wieder die neue Säule an, also es sind 9. Wir wollten eine ungerade Zahl gerne haben. Zwischen den Säulen, die Abstände zwischen den Säulen, meinst du? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oder wovon 13, 14, 15, 15, 16, 17. Ich hab gerade mal... Ja, die Mittelschiffe sind natürlich größer. Ja, genau, davon rede ich gerade. Das Mittelschiff und das große Querschiff in der Mitte, die sind größer. Das ist aber auch auf dem Plan so, wenn du guckst. Ja. Wenn du mal guckst. Guckst du. Aber jetzt möchte ich mal gerade irgendwie, stimmt hier, ich glaube, dass ihr habt so viele Säulen, weil der Maßstab hinten raus nicht so ganz getroffen ist. Das kann gut sein. War? Das dieses, kann. Kannst du mir mal gerade sagen, sein, wie viel Meter es in der Mitte zwischen den beiden Kernsäulen sind, das wo kann der ich Bogen nicht anfängt. Das kann ich nicht. Darüber habe ich keine Maße gehabt. Wir haben nur die Außenmaße vom Dom gehabt. Okay. Und die haben wir eingehalten. Und dann mussten wir natürlich
Die Abstände zwischen den Säulen sind genauso wie die Abstände zwischen den Fenstern außen. Also das musste alles symmetrisch werden und aufeinander abgestimmt sein. Und deswegen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, wie wir es jetzt haben. Nach langwierigen Ab- und Aufbauten und wieder Einreißen und Wiederbauen. Okay. Stimmt's, Leute? Das heißt, jojo, dat. Dieses Ding hier in der Mitte ist einfach nur das Ergebnis von allem, was ihr außen gemacht habt, ja? Richtig. Ah, deswegen. Du ist dein findiger Geist gefragt, damit parat zu kommen. Denn den ganzen restlichen Dom reißt man nicht ab, glaube ich. Nee. Ich muss halt nur irgendwie einen Maßstab haben. Und das Problem ist halt, wenn ich mir die Zeichnung gucke, kommt das mit eurem Maßstab hier nicht mehr hin. Nicht so richtig. Die Mitte ist ein bisschen zu breit. Ja, genau das ist mir nämlich ein bisschen, ist nämlich gut. Weil die Säulen hier, dieser Zwischengang, das sind ja 5. Und wenn ich jetzt ungefähr den Maßstab nehme, dann dürften das in der Mitte 10 bis 12 sein. Ja, so ungefähr. Aber ihr habt... Ja. 17. Ja, cool, ne? Das heißt, es sind 5 Meter zu viel. Ja. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir vorne dieses Portal haben, ne? Das hat der Rode schon ziemlich ganz zu Anfang gebaut und die Säulen. Das allererstes, ja. Und die Säulen mussten auch mit dem Portal irgendwie harmonisieren. Der Rode hat dann allerdings auch die nette Aufgabe, das Gewölbe über diesem breiten Mittelportal zu ziehen.